Das Beste am Norden ist unsere Landwirtschaft. Il ne faut absolument pas confondre le chanvre industriel et le cannabis. Wir dürfen auf keinen Fall den Nutzhanf mit dem Rauschhanf Cannabis verwechseln. Der industrielle Hanf, den wir säen, ist eine Züchtung, die ganz wenig Anteile von dem Drogenwirkstoff THC enthält. Denn die europäische Obergrenze liegt bei 0,2%. Im Gegensatz zum Cannabis, das, soweit ich weiß, zwischen 5% und 15% THC enthalten kann. Da wir nicht weit von Paris entfernt sind, sieht man hin und wieder Menschen, die anhalten, um Hanfblüten abzuschneiden. Nun, für uns ist es schade, dass es von unserer Ernte abgeht. Aber diese Leute können sehr lange rauchen, bis sie eine Wirkung verspüren. Hanf ist nicht gleich Hanf. Doch das sehen nur Agrarexperten der Pflanze an. Sie haben Variationen gezüchtet, die nur einen winzigen Anteil am berauschenden Wirkstoff Tetrahydrocannabinol in sich tragen. Der Hanf, den Bauer Savoura einsät, ist eine reine Nutzpflanze. Sie steht im Schatten ihrer berauschenden Schwester und kann doch so viel leisten. Hanf ist eine Pflanze, die wenig braucht und viel gibt. 40.000 unterschiedliche Produkte liefert sie dem Menschen. Vom Essen über die Kleidung bis zur Medizin. Und das schon seit Urzeiten. Es ist eine jahrtausendealte Pflanze, die es schon lange vor Christi Geburt gegeben hat. Und es wird die Pflanze der kommenden Jahrhunderte werden. Denn sie ist umweltfreundlich und kann heute die unterschiedlichsten Bedürfnisse unserer Gesellschaft erfüllen. Jahrzehntelang hatten die Menschen die Pflanze verteufelt und in vielen Ländern verboten. Der Droge war es gelungen, die Nutzpflanze zu verdrängen. Doch seit den 90er Jahren erfährt der Hanf in Europa wieder eine Renaissance. Seit es rauscharme Hanfsorten gibt, wissen Bauern und Ökologen, die pflegeleichte Pflanze wieder zu schätzen. Es ist eine Pflanze, die überhaupt kein Pflanzenschutzmittel braucht. Sie wächst sehr schnell und erstickt das Unkraut selbst. Außerdem kennen wir bis heute keine speziellen Hanfkrankheiten oder Schädlinge, die ihr zu nahe kommen. Wir säen also und wir ernten. Dazwischen müssen wir quasi nichts tun. Das macht die Pflanze so ökologisch. Donc c'est une plante très très écologique.
Wolfgang Misslisch hat den Hanf durch Zufall entdeckt, als Zivildienstleistender beim Bund für Umwelt und Naturschutz. Das grüne Engagement machte er zu seinem Beruf. Seit 1996 entwickelt er Produkte aus Hanf, zum Beispiel Hanföl. Zusammen mit süddeutschen Bauern testet der Unternehmer verschiedene Hanfsorten und entwickelt Verfahren, wie die Hanfnüsse optimal getrocknet und gepresst werden können. Dabei stellte er fest, dass Hanföl mehr ungesättigte Fettsäuren als jedes andere Speiseöl enthält und eine, die sonst in keinem steckt, die Gamma-Linolensäure. Sie macht das Öl nicht nur zum hochwertigen Salatöl, sondern auch zur Naturmedizin auf ganz anderem Gebiet. Ich habe zwei kleine Kinder mit 3 und 4 Jahren, wo die im Wickelalter waren. Und die Erfahrung bekomme ich von vielen Müttern mit. Ja, sind die Kinder oft wund im Wickelbereich, ja, bis hin zu offenen Stellen. Sie können da Hanföl draufnehmen. Sie können sich sicher sein, dass diese Wunden sich schließen innerhalb von Stunden. Sie können beinahe zuschauen. Inzwischen produziert der Unternehmer zusammen mit seinen Bauern 15 bis 20.000 Liter der goldenen Flüssigkeit im Jahr. 2002 zeichnete das Nova-Institut in Köln das schwäbische Produkt als bestes Hanföl Europas aus. Sogar eine englische Supermarktkette hat es nun in seinen Regalen stehen. Und was nach der Pressung übrig bleibt, bekommen die Schweine. Der Presskuchen ist eine Eiweißbombe und damit ein natürliches Kraftfutter. Im Gegensatz zu importiertem Sojamehl oder anderen Futterzusätzen weiß die Bäuerin hier allerdings, was drin ist. Natur pur. Hanf, eine Pflanze mit vielen Facetten. Sie gilt als die älteste Kulturpflanze der Menschheit. Erste Spuren führen nach Taiwan und sind 10.000 Jahre alt. In China findet man Kleider und Papier aus Hanf, Jahrhunderte vor Christus. Irgendwo war die Faserpflanze so allgegenwärtig wie im Schiffbau. Kolumbus etwa hatte 80 Tonnen Hanf an Bord, als er Amerika entdeckte. Der Bootsbaumeister Rüdiger Hase ist einer von wenigen, die noch wissen, wie Hanf gesponnen und beim Schiffbau verwendet wird. Als Fischer vor der Ostseeinsel Pöhl ein Bootswrack aus dem 14. Jahrhundert fanden, fragte man ihn, ob er nach dem Vorbild der erstaunlich gut erhaltenen Reste eine mittelalterliche Kogge originalgetreu nachbauen wolle. Nun lassen Archäologen, Schiffbauer und Handwerker die Geschichte wieder aufleben. Tauwerk und Segel sind aus Hanf, Hanfschnüre dichten die Planken ab. Zentnerweise verschwindet der Hanf in den Ritzen der neuen Pöhler Kogge. Mit dieser schweißtreibenden Tätigkeit verbringt der Koggenbauer allein 2 Monate. Die Schiffbauer wollen das 650 Jahre alte Boot so getreu wie möglich rekonstruieren und damit beweisen, dass es neben den berühmten kantigen Nordseekoggen auch eine baltische Form mittelalterlicher Handelsschiffe gab. 3,3 Millionen Euro verschlingt der Nachbau und 4 Jahre Arbeit. Ein Mammutprojekt. Knapp 9 Meter ist die Pöhler Kogge breit und fast 32 Meter.
Erntezeit. Im September reift der Nutzhanf auf deutschen Feldern. Fast unbemerkt, denn kaum jemand weiß, dass es 2000 Hektar Hanf in Deutschland gibt und das auch noch legal. Nachdem Amerika den Anbau von Hanf 1937 verbot, brach auch in Deutschland eine tausendjährige Kultur zusammen. Die Übermacht der amerikanischen Baumwolle hatte die Faserpflanze bereits Anfang des 20. Jahrhunderts vom internationalen Markt gedrängt. Sisal und Jute aus Billiglohnländern machten den deutschen Hanfbauern das Überleben schwer. Allerdings verschafften die Weltkriege der Hanffaser eine unerwartete Blütezeit. Soldatenuniformen und Takelagen waren robust und der natürliche Rohstoff wuchs im eigenen Land. Die Hanfpflanze war schon bedeutungslos geworden und hat erst durch die Kriege wieder an Bedeutung gewonnen, weil Deutschland vom Weltmarkt abgeschnitten war und die Naturfasern für Bekleidung oder Textilien gebraucht wurde. Und insofern wurde dann von Hitler auch befohlen, Hanf anzubauen. Und nach dem Zweiten Weltkrieg hatte man wieder den Zugriff auf die Weltmärkte. Hinzu kam, dass die technische Entwicklung weitergegangen ist und man halt auch synthetische Fasern dann herstellen konnte in einer viel gleichmäßigeren Art und Weise, als es mit Naturfasern möglich war. Also da kam ja dann der Boom des Polyesters und da spielten Naturfasern dann überhaupt keine Rolle mehr. Agrarexperten der Bundesforschungsanstalt machten es sich zur Aufgabe, den heimischen Rohstoff wiederzubeleben. 1982 hatte die Regierung den Anbau der Faserpflanze in Deutschland generell verboten, aus Angst vor der Droge. 1996 nahmen die Politiker das Verbot zwar zurück, doch unter strengen Auflagen. Die staatlichen Agrarwissenschaftler akzeptieren seitdem nur noch Hanfsorten mit weniger als 0,2% des Drogenwirkstoffs THC. Frank Höppner berät die Hanfbauern in Anbau- und Verarbeitungstechniken. Wie schwierig es ist, dem Nutzhanf den Ruch der Droge zu nehmen, weiß der Wissenschaftler aus langjähriger Erfahrung. Die Bevölkerung kennt nicht den Unterschied der Pflanzen, dass die eine, die Rauschhanfpflanze, kleinwüchsiger ist, da es mehr auf die Blütenbildung ankommt als beim Faserhanf, der sehr lang werden soll. Auch vielleicht es andere Erntezeitpunkte gibt. Den Rausch kann man nun auch nicht der Pflanze ansehen. Insofern ist die Bevölkerung im Allgemeinen natürlich erstmal verunsichert, wenn irgendwo Hanf angebaut wird. Regelmäßige Kontrollen der Inhaltsstoffe machen einen Missbrauch auf dem Feld fast unmöglich. Die Euphorie für nachwachsende Rohstoffe wächst. Doch Ökoliebhaber und Bauern merken, dass sie eine vergessene Kultur ins 21. Jahrhundert verpflanzen wollen. Die EU unterstützte den Anbau jahrelang, allerdings hat der Geldsegen bald ein Ende. Diese Anbaubeihilfen werden drastisch gesenkt werden und insofern müssen Landwirte da auch dann anders denken und müssen dann auch sich selber ihre Märkte erobern. Und das ist natürlich auch ein Prozess, der sich erst entwickeln muss. Auf die Euphorie der Hanfliebhaber folgte die Depression. Es fehlte an speziellen Mähdreschern, an Verarbeitungsmaschinen. Handarbeit wie früher konnte auf dem Weltmarkt nicht konkurrieren. So schön und schnell der Hanf auch wuchs, so schwer fiel es den Bauern, ihn industriell zu verwerten. Die Aufbereitungsanlage in Süddeutschland beendete das Dilemma. Hier leistet Bernd Frank Pionierarbeit als Unternehmer und Idealist. Seine Firma ist das Bindeglied zwischen Bauer und Verbraucher. Und seine technischen Innovationen geben dem deutschen Hanf wieder Chancen, auf dem Weltmarkt mitzuwachsen. Klar, dass die Art, wie wir den Hanf anbauen und für technische Zwecke benutzen, eine etwas andere sein muss wie die traditionelle, ganz klar. Wir mussten gemeinsam mit unseren Landwirten lernen, wie man mit der Pflanze neu umgeht. Ich bin sicherlich nicht nur Idealist. Meine Vision ist es wirklich, mit dem Hanf, mit was ökologisch Sinnvollem, ganz normal Geld zu verdienen.
Inzwischen verarbeitet der Visionär 5000 Tonnen Hanfstroh im Jahr. 100 Bauern stehen bei ihm unter Vertrag. Sie liefern Rohmaterial für Pferde, Streu und Vogelfutter, aber vor allem für die Kunststoff- und Automobilindustrie. Türverkleidungen und Stoßstangen bestehen heutzutage auch aus Hanf. Der kleinste Posten ist Hanf als Nahrungsmittel. Die Problematik ist ja die, dass unsere Nahrungsmittel immer günstiger werden, dass der Landwirt immer weniger für seine Nahrungsmittelerzeugung bekommt. Und in diesem Zusammenhang wird die Erzeugung von nachwachsenden Rohstoffen, insbesondere Hanf, sehr wichtig für den Landwirt, weil er sich als Rohstoffpartner der Industrie ein zweites Standbein schaffen kann. Das heißt, dass irgendwann wieder, wie früher auch, eine Ausgewogenheit zwischen Nahrungsmitteln und Rohstoffen entsteht. Und damit für beide die Preise besser werden. Vor allem schielen die Rohstoffproduzenten auf die Textilindustrie. Sie wollen der Baumwolle Konkurrenz machen und haben dafür ein Kottonisierungsverfahren entwickelt, das die Hanffaser, früher der grobe Stoff für Soldaten und arme Leute, genauso geschmeidig macht und gleichzeitig weit weniger der Umwelt schadet. Wenn der Hanf wieder als textiler Rohstoff der Baumwolle Konkurrenz machen kann, dann hat er einen 1,8 Millionen Tonnen Markt vor sich. Nämlich so viel wird jährlich in der Welt Baumwolle verbraucht. Die Baumwolle als natürlicher textiler Rohstoff wird auf ungefähr 3% der weltweiten Ackerbaufläche angebaut. Aber 15% der weltweit produzierten Pestizide fliegen auf diese 3% Baumwollfläche. Und wenn man das vergleicht mit dem Hanf, der keinerlei Pestizide braucht, erkennt man den Vorteil des Hanfes als textiler Rohstoff. Hanf, die ökologische Antwort auf viele Fragen. Eignet sich als Baumaterial für Menschen mit Allergien und Hautkrankheiten. Denn sie können sicher sein, dass weder Pestizide noch andere Chemikalien im Baumaterial stecken. Carmen Fett ist Besitzerin eines Hanfhauses in Süddeutschland. Die Heimwerkerin hat festgestellt, dass die Hanfmatten beim Einbau weniger kratzen und in der Nase jucken als die herkömmliche Glaswolle. Der Hanf schafft ein Raumklima, das trocken und gleichbleibend ist. Überrascht ist sie von den Heizungsrechnungen. 2/3 der Heizkosten spart der Ökodämmstoff ein. Eine ganze Hanfsiedlung ist hier entstanden. Niedrigenergiehäuser, die zu 50% aus dem natürlichen Rohstoff bestehen. Baumaterial, das in der Nachbarschaft wächst, nachwächst und hier auch wieder entsorgt werden kann. Auf dem Kompost. Ein Kreislauf wie in der Natur. Urban Winkler ist Brauereimeister in der Nähe von Nürnberg. Auch er hat das Kraut für sich entdeckt. Weil die Deutschen immer weniger Bier trinken und die Konkurrenz immer härter wird, ist er auf den Hanf gekommen. Der Bierbrauer erhofft sich von seiner Rezeptur neue Märkte und neue Kunden. Eine Frischzellenkur für die jahrhundertealte Klosterbrauerei. Die Rezeptur seiner Kräutermischung hält der Brauereimeister in der 6. Generation streng geheim. Doch eines steht fest: Hai wird von diesem Bier keiner, auch wenn der Hanfbrauer nicht ganz unbewusst auf
Bier. Heute ist das ein Kuriosum mit Beigeschmack. Früher galt die Kulturpflanze als Wunderwaffe auf vielen Gebieten. Sie war der Held der amerikanischen Kriegsmaschinerie. Ihre Faser passte perfekt in die amerikanische Ideologie. Anspruchslos, aber strapazierfähig. 60 Tonnen Hanf allein auf der USS Constitution. Die Amerikaner entwickelten sogar Benzin aus Hanföl. 1941 präsentierte Ford sein erstes Auto mit einer Karosserie aus Hanf. Auch das am häufigsten verwendete Schmerzmittel Amerikas im 19. Jahrhundert bestand aus der Heilpflanze. Die Felder in Kentucky brachten reiche Ernte. Bis die Amerikaner Hanf als Droge entdeckten. Sie erklärten das Heilkraut zum Staatsfeind Nummer 1. Was bis heute kaum einer weiß, ein Pharmakonzern finanzierte die Antidrogenkampagne, um sein eigenes Produkt Aspirin besser zu verkaufen. Das allzu positiv besetzte Wort Hanf nannten sie nun Marihuana, ein Slangwort der Mexikaner. In the past there's been a lot of propaganda and misinformation about cannabis. Früher gab es viel Propaganda und Fehlinformation. Cannabis ist bis heute mit einem sozialen Stigma behaftet. Immer brachte man Menschen wie Jazzmusiker oder Gastarbeiter mit Marihuana in Verbindung. Warum gibt es dieses Stigma und warum gelangten die Informationen der medizinischen Fakultät von Harvard und des Kölner Medizinkongresses nicht an die Öffentlichkeit? Ich weiß es nicht. Why doesn't this information come to the press? I don't know. Bis heute wirkt dieses Stigma fort. Noch immer ist THC-haltiger Hanf verboten. Immerhin machen die Behörden heute einen Unterschied zwischen harten und weichen Drogen, zwischen Heroin und Hanf. Trotzdem fühlen sich die Anhänger des Cannabis-Rauschs zu Unrecht kriminalisiert. 45 Millionen sogenannte Kiffer soll es in Europa geben, vor allem unter Jugendlichen. Sie können vom Genuss ihrer Joints allerdings weder körperlich abhängig werden, noch ist ein einziger Todesfall bekannt. Manche Politiker träumen dennoch von einer Welt ganz ohne Drogen. Ich wünsche mir eine drogenfreie Gesellschaft, dass unsere Menschen nicht abhängig sind von irgendeinem Rauschmittel, von legalen oder von illegalen Drogen. Wir kämpfen ja dafür, dass also viele Menschen das Rauchen aufhören. Nachdem wir ja 140.000 Tode im Jahr haben, dass auch der Alkoholkonsum zurückgeht. Und dann ist es eigentlich noch die Konsequenz, dass wir uns auch um die illegalen Drogen kümmern. Denn auch da soll verhindert werden, dass Menschen davon abhängig sind. Die Politiker im Deutschen Bundestag wissen allerdings auch, dass jährlich 100-mal mehr Menschen an legalen Drogen sterben als an Heroin und Kokain. Die Grünen wollen daher das holländische Coffeeshop-Modell ausprobieren. Schließlich ist die Verbraucherministerin zugleich Agrarministerin. Ich bin glühende Anhängerin von nachwachsenden Rohstoffen und wir haben in unserer Fachagentur ja richtig uns Mühe gegeben und werden das auch weiterhin tun, um diese nachwachsenden Rohstoffe an verschiedenen Bereichen marktgängig zu machen. Den anderen Bereich habe ich persönlich noch nie verstanden, warum man Cannabis als Einstiegsdroge bezeichnet. Weil es tatsächlich so ist, dass der Cannabis selbst nicht die Einstiegsdroge ist, sondern die Tatsache, dass man die unterschiedlichen Drogen gleichermaßen kriminalisiert und man deshalb sich in gleichen Kreisen aufhalten muss, um an dieses Produkt ranzukommen. Das führt dazu, dass die Übergänge fließend gemacht werden, tatsächlich fließend gemacht werden. Die Wirkung ist eine ganz andere als bei Mescalin, LSD, Ecstasy und so weiter. Deshalb haben wir als Grüne ja immer gesagt, unser Fernziel ist eine Legalisierung. Eine beängstigende Entwicklung gibt es, was das Alter der Konsumenten angeht. Egal, ob es sich um Alkohol oder Cannabis handelt. Sie werden immer jünger. Gleichzeitig drängen Cannabis-Züchtungen mit immer mehr THC auf den Markt. Die psychischen Folgen bei den Kindern reichen von Depression bis zu Schizophrenie. Ich habe es jetzt 5 Jahre miterlebt. Und ich weiß, dass ich nur mal Marihuana haben wollte. Aber wissen die Kinder, dass sie nur Marihuana wollen? Wissen Sie, wie ich das meine? Lars Scheimann leidet seit frühester Kindheit am Tourette-Syndrom, einer Krankheit, die motorische und psychische Störungen hervorruft. Bald bemerkte er, dass ein Joint seine Ticks in Schach halten kann. Doch dann kam er in eine Polizeikontrolle. Hätte die Polizei mich nicht angehalten an diesem besagten Abend, dann wäre ich nicht zu der Frau Dr. Müller-Fall gekommen. Meine Ängste wären jetzt immer noch da. Ich hätte immer noch Marihuana rauchen müssen, was ich jetzt nicht mehr muss, Gott sei Dank durch mein Medikament.
Ein Medikament, das unter das Betäubungsmittelgesetz fällt und nur mit größten bürokratischen Hindernissen zu bekommen ist. Nach wie vor empfehlen Ärzte und Krankenkassen Psychopharmaka mit drastischen Nebenwirkungen. Tja, da wäre ich ein Wrack. Boah, da laufen mir die Tränen. Ja, das ist, was soll ich Ihnen sagen, von Impotenz bis über Flecken im Gesicht bis... morgens war zum Aufstehen, mittags war zum über den Tag kommen, abends war zum Einschlafen und dann noch zweimal am Tag, damit die Stimmung aufgehellt wird. Abgesehen davon, dass die Medikamente immer nur eine gewisse Zeit halten, wo man dann wieder ein neues Medikament ausprobieren muss. Irgendwann kommen halt die gewissen Nierenuntersuchungen und Leberschädigungen und ich weiß nicht, was da noch alles kommt. Seit Lars Scheimann Patient bei Kirsten Müller-Fahl an der Uniklinik Hannover ist, fühlt er sich wie neu geboren. Die Ärztin verschreibt ihm Dronabinol, ein Cannabis-Extrakt. So, wie geht's Ihnen denn jetzt? Meine Knochenschmerzen sind weg, Frau Doktor. Ich kann wieder, es funktioniert, also ich kann sogar wieder Fahrrad fahren. Ich habe angefangen, jetzt seit 33 Jahren das erste Buch zu lesen. Das hört sich jetzt zwar heiß an, aber das ist so, weil ich hatte früher mal Probleme, wenn ich lange gelesen habe, immer Kopfschmerzen gekriegt. Und meine Ticks sind fast weg. Ich fühle mich wie ein normaler Mensch, erster Klasse. Es gab ja durchaus zum Wechsel 19. bis 20. Jahrhundert verschiedene Firmen, auch in Deutschland, Firma Merck zum Beispiel, die Cannabis-Medikamente hergestellt und auf den Markt gebracht haben. Das Problem war, dass dann gleichzeitig auch in dieser Zeit chemisch hergestellte Medikamente sehr stark neu entwickelt wurden. Und das Problem war einfach, in Cannabis wusste man nicht, was da drin ist. Man hatte nicht die technischen Möglichkeiten, das genau zu analysieren. Und man hatte, und das hat sicherlich auch einen gewissen Grund und Berechtigung, man hatte einfach das Bestreben, nur noch Medikamente einzusetzen, von denen man genau weiß, was sind die Inhaltsstoffe. Und die sollten möglichst alle klar definiert und charakterisiert sein. Erst seit rund 10 Jahren wissen die medizinischen Forscher überhaupt, welche Wirkstoffe der Hanf in sich trägt. Und dass diese dem Menschen gar nicht so fremd sind. Und was man dann in den 90er Jahren entdeckt hat, dass wir alle physiologisch im Körper sogenannte eigene Cannabinoide haben. Also jeder Mensch hat Substanzen, die an dieses System anbinden und dort eine Wirkung hervorrufen. Und insofern ist also THC ein Medikament, was ein körpereigenes System benutzt und nur noch stärker stimuliert, als der Körper das sowieso ohnehin schon tut. Und das bringt jetzt natürlich ein ganz neues Licht auf dieses ganze System und hat sicherlich dazu geführt, dass jetzt sehr, sehr viel geforscht wird in diesem Bereich. Seit 1998 dürfen Ärzte chronisch Kranken wie Lars und auch Multiple Sklerose, AIDS und Schmerzpatienten Cannabistropfen verschreiben. Von einer Drogensucht fühlt der Patient sich weit entfernt. Ich habe also keinen Rauschzustand durch den Dronabinol. Ich kann super gut Auto fahren, ich bin super konzentriert. Ich wollte nicht mehr kriminalisiert werden und ich wollte auch endlich mal meiner Familie zeigen, Leute, ey, ich bin doch krank, ich kann doch gar nichts dafür, wenn ich euch sage, mal Leute, ich kann nichts dafür, wenn ich ab und zu mal rauche. Und die ganze Familie eigentlich immer mich abgestempelt hat, ach Lars, der Drogensüchtige, der kommt so und so zu niemand. Nun ist es sicherlich ein Punkt, den man verschieden beurteilen kann, wie gefährlich ist denn Cannabis als Droge jetzt im Vergleich auch zu anderen legalen Drogen wie Nikotin, wie Alkohol. Man weiß, dass man das Suchtpotenzial bei weitem überschätzt hat. Man weiß, dass man die Nebenwirkungsrate bei weitem überschätzt hat. Aber ich glaube, diese Diskussion um den Freizeitkonsum sollte man komplett trennen von der medizinischen Anwendung von Cannabinoiden. Cannabis als Medizin. Eine jahrtausendealte Kultur ist der Angst vor der Partydroge zum Opfer gefallen. Nur den Holländern ist es bisher gelungen, die Droge vom Medikament zu trennen. In holländischen Apotheken können Schmerz-, Krebs- und AIDS-Kranke seit Herbst 2003 ihr Heilkraut auf Rezept beziehen. Cannabis sativa, so der lateinische Name, ist frei von Nebenwirkungen, aber nicht umsonst. Auch hier übernehmen die Krankenkassen keine Kosten. Viele Patienten können es dann eben doch nicht bezahlen, weil es einige 100 € im Monat sind. Und für die bleibt dann eben die Entscheidung, besorge ich mir illegal Cannabis. Und das ist dann eben viel, viel billiger als das aus der Apotheke gekaufte THC. Und das ist ein großes Problem, dass da in der Tat Patienten in einen Weg gedrängt werden, die sie dann nahe an Drogenkonsumenten bringt, wo viele Patienten dann auch vor zurückschrecken und sagen, das will ich nicht. Wo manche Patienten auch gar nicht so in der Lage sind. Jemand, der querschnittsgelähmt ist, MS-krank ist, kann nicht einfach mal so, wo auch immer hingehen, um sich illegal Cannabis zu besorgen. Und es hat ja natürlich auch noch das Problem, dass Cannabis ja in erster Linie geraucht wird
Und das Rauchen von Cannabis hat natürlich auch Nebenwirkungen, so wie es beim Rauchen von Nikotin, Zigaretten eben auch ist. Das Rauchen eines Joints ist um ein Vielfaches schädlicher als das einer Zigarette. Aber auch dafür haben die Holländer eine Lösung. Sie bieten Inhalatoren an, die die Substanz verdampfen und so den Schadstoff verringern, allerdings nur um ein Viertel. Eine umstrittene und teure Therapie. Sie treibt weiterhin viele Patienten in die Coffeeshops. Eine Welt, die nicht jeder mag. Das Land der Tulpen und Glashäuser hat gute Erfahrungen mit der Legalisierung der weichen Droge gemacht. Im Vergleich zu den Nachbarn ist die Zahl der schweren Drogenabhängigen in Holland niedriger und bleibt stabil. Dennoch versteckt sich hinter all der Freizügigkeit ein Ort, der nicht von allen gefunden werden will. Die niederländische Regierung legalisierte Cannabis als Medizin, weil es hier Organisationen gab, die Cannabis direkt an Patienten und Krankenhäuser abgaben. Die Regierung wollte diese Wege kontrollieren. Nun gibt es das Problem, dass belgische und deutsche Patienten nicht mehr einfach nach Rotterdam kommen können, um ihr Cannabis abzuholen. Denn jetzt verkaufen wir nur noch direkt an die Regierung. Kiloweise verkauft der Amerikaner die Hanfblüten an den Staat. Forschungseinrichtungen beliefert er mit 134 unterschiedlichen Cannabis-Züchtungen. Der Ehrgeiz der Institution ist es, Pflanzenvariationen heranzuziehen, die genau auf das jeweilige Krankheitsbild, vor allem von Langzeitpatienten, abgestimmt sind. Most older people that come here don't like going to coffee shops. Die meisten älteren Leute gehen nicht gerne in Coffeeshops. Vielleicht mögen sie die Musik nicht oder die Atmosphäre. Dort bekommen sie auch keine medizinische Information und können sich der Qualität nicht sicher sein. Das Cannabis könnte ungetestet aus einem Land der dritten Welt kommen und verunreinigt sein. Unser medizinisches Marihuana ist standardisiert und jedes Mal das gleiche Produkt. Reproducible and is the same product time after time. Cannabis wirkt appetitanregend, krampflösend und schmerzlindernd. 400 Inhaltsstoffe trägt der Hanf in sich. Wie sie zusammenwirken, ist noch immer ein Rätsel. Überzeugt ist der Züchter aber davon, dass Cannabis als natürliche Medizin vielen Menschen helfen und auch Kosten einsparen könnte. Medizinisches Cannabis ist eine der billigsten Arzneien, was die Herstellung angeht. Wir produzieren für 5 Cent das Gramm. Eine tödliche Dosierung ist nicht möglich und macht Cannabis zu einem der sichersten Heilmittel, das man kennt. Die Regierung vertreibt es, weil es viel billiger zu produzieren ist als Morphium. Außerdem bildet es zusammen mit Morphium eine Wirkstoffsymmetrie, die die Wirkung so verstärkt, dass Patienten nun 60% weniger Morphium benötigen als vorher. Auch das erspart der Regierung Kosten. Cannabis ist billiger, sicherer und hat weniger Nebenwirkungen. Der Amerikaner ist nicht zufällig der erste legale Cannabiszüchter Europas. In Amerika saß Burton wegen des Besitzes von Marihuana ein Jahr lang im Gefängnis. Nach der Freilassung ging er in die Niederlande, um seine angeborene Augenkrankheit in den Griff zu bekommen. Wenn es Cannabis als Medizin nicht gegeben hätte, wäre ich jetzt vermutlich blind. Alle männlichen Mitglieder meiner Familie leiden an einem genetischen Defekt der Chromosomen und bekamen deshalb den grünen Star.
Von der Feldröste, dem Waschen des Hanfes nach der Ernte, bekamen sie eine Haut. Benutzen nicht nur Schönheitsbewusste die Biokosmetika, sondern auch Menschen mit Hautproblemen. Hanfernte in Frankreich. Die Franzosen sind heute die größten Hanfanbauer Europas. Benoît Savourat mäht sein Feld, eines von insgesamt 9000 Hektar in Frankreich. Die Franzosen trotzten als einzige der Stimmungsmacher gegen den Hanf. Offenbar war die Lobby der Landwirte in Frankreich stärker als anderswo. Nach dem Krieg, unter dem Druck der Amerikaner, haben fast alle europäischen Länder den Hanfanbau verboten. Frankreich war das einzige Land, das weiter Hanf angebaut hat. Deswegen ist Frankreich heute der größte Hanfproduzent in Europa. Das ist also kein Zufall. Doch während sich die Verarbeitung früher auf Papier beschränkt hat, gibt es jetzt, nachdem die Chanvrière, die Aufbereitungsanlage, seit 30 Jahren arbeitet, neue Studien. Wir wollen damit die Möglichkeiten des Hanfes erweitern. Die Aufbereitungsanlage verarbeitet die Naturfaser vor allem zu Pferdestreu und Papier. Doch der Präsident der Kooperative will expandieren, auch jenseits ökologischer Papierverwertung. Der Hanf gibt dem recycelten Papier eine neue Struktur. Da gibt es Entwicklungsmöglichkeiten. Aber ich glaube viel mehr an die Zukunft des Hanfes in der Plastikverarbeitung, als Ersatz für die Glaswolle, die bekanntlich nicht recycelbar ist. Ganz im Gegensatz zur Hanffaser. Heutzutage haben wir große Hoffnungen auf einen Markt von Kunstfasern mit Hanf. Der Stoff weist die gleichen technischen Eigenschaften auf wie die Glaswolle, ist aber leichter, billiger und vor allem wiederverwertbar. Plus léger, moins cher et surtout recyclable. Nicht nur die Pferde der englischen Königin wissen die Vorteile des Hanfs seit Jahren zu schätzen. Inzwischen exportieren die Franzosen sogar in die USA. Mitten ins Herz der amerikanischen Automobilindustrie nach Detroit liefern sie Formteile für Autotüren. Innenverkleidungen aus einem Hanf-Kunststoffgemisch. Mit der Bauindustrie wollen die Hanfproduzenten einen weiteren gigantischen Markt für den nachwachsenden Rohstoff erobern. Noch steckt die industrielle Entwicklung jedoch in den Kinderschuhen.
Zukunftsaussichten für den Hanf sind vielversprechend, falls der ökologische Rohstoff auch politisch weiter gefördert wird. Wir produzieren zwischen 12 und 15 Tonnen Hanfstroh pro Hektar. Das sind schon Mengen. Und vor allem kommen sie jedes Jahr wieder. Das kann schon eine Antwort sein auf das Energieproblem. Hanf als Treibstoff für Bioenergie. Was die Amerikaner in den 40er Jahren bereits entwickelt haben, könnte auch eine Antwort auf die aktuelle Diskussion